Hallo und ein herzliches Willkommen am nächsten Tag. Wir haben den Tag 9, sind schon wieder fast zweistellig. Das freut mich natürlich sehr. Aber fast heißt nicht, dass wir schon zweistellig sind. Wir gucken mal hier, wie das war. War das so? Mit Pfeilen? Nee. So. So. Puh. War das nicht so? Fall. Ah. Warte mal. Noch einmal drauf. Zack. 8 Stück. Haben wir schon 12. Können wir uns schon mal ein bisschen besser wappnen. Ich tue das jetzt mal hier. Ich muss mein Hardcore Equipment mal ein bisschen umdrosseln, sage ich jetzt mal. In der heutigen Folge geht es darum zu angeln. Rohrhühnchen. Erde. Ein Schild. Das kann weg, das kann weg. Erstmal alles weg hier, was wir nicht brauchen. Und wir können essen. Das ist gut. Gleich die nächste hinterher hier, wenn es soweit ist. Das machen wir wieder zu. Und dann tun wir mal hier vorn die Angel auswerfen. Und schauen mal, was dabei rauskommt. Natürlich jetzt etwas langweilig die Folge, nehme ich mal an. Aber bei den Angeln kommen auch ziemlich schöne Sachen raus. Und eine Folge ohne Angeln, das gibt es nicht. Also, Angeln muss schon sein. Wird natürlich keine Session, wo wir hier nur angeln. Aber ein wenig angeln geht immer. Ich werfe das dann mal so ein bisschen hier ins Dunklere rein, da sehe ich das ein bisschen besser. Jetzt haben wir jetzt hier ein Kabeljau und einen Lachs. Pack die mal dahin. Natürlich immer mal ein bisschen umgucken, wenn nicht irgendwas rumlungert. Aber ich bin der guten Inge, dass das hier alles klappt. Ja, jetzt ist es natürlich schon wieder fast Mai. Zumindest zum Zeitpunkt, wo die Folge hier rauskommt. Wie die Zeit schon wieder vergangen ist, wa? Wie die Zeit schon wieder vergangen ist. Es kommt mir so vor, als wäre es noch vor einer Woche gewesen. Da war noch Januar. Und da hatten wir schon gesagt, war schon wieder ein Monat rum. Und jetzt sind schon fast wieder 4 Monate rum, wa? Ein Drittel des Jahres ist schon wieder geschafft. Ist schon ganz schön krass, wie schnell so ein Jahr rumgeht überhaupt. Ja? Denkt man gar nicht. Und schwupp, da ist es wieder rum und man denkt sich, oh, was habe ich schon wieder dieses Jahr geschafft? Ja, einiges. Einiges habe ich geschafft. Und der andere denkt sich, boah, gar nichts geschafft oder wenig. Je nachdem, wie man das so sieht, wa? Oh, was haben wir jetzt? Einen Haken. Na gut, alles hat einen Haken. Alles hat einen Haken.
Ja, und jetzt nehme ich das ja schon ein bisschen im Voraus auf, also nicht ganz. Also für euch ist es jetzt nur eine Woche später. Ich nehme das eine Woche eher auf. Und schauen wir mal, wie sich das Ganze hier mit dem. Ich weiß, manche können das gar nicht mehr hören. Aber ich habe sie zum Beispiel noch gar nicht angesprochen. Oh, ein Kugelfisch. Mit diesem Virus. Will ich es jetzt mal nennen? Wie ist es, dass dann alles hier so weiter verhält? Denn so wie ich das von einigen gesagt bekommen habe, denken die alle, dass es im Juni, Juli weitergeht. Und die Nachrichten in den letzten Tagen, die haben auch gesagt, ja, jetzt bleiben ja alle drin. Was haben wir jetzt bekommen? Noch ein Kugelfisch. Jetzt bleiben ja alle drin. Jetzt können wir ja die Wirtschaft wieder etwas mehr zum Laufen bringen. Was war das? Ein Fisch. Wo ich mir so denke, nee. Es tut einfach mal die Wirtschaft jetzt so lassen, wie sie jetzt ist. Auch wenn es hart ist für den einen oder anderen. Weil da stehen Existenzen auf dem Spiel. Für die Leute tut es mir nämlich ziemlich leid, auch wenn ich dann sage, okay, die Wirtschaft soll erstmal so bleiben, wenn es sogar noch weniger wird. Denn was auf jeden Fall passieren wird nach der ganzen Sache, ist, dass sich ziemlich viele Länder auf eine eigene Produktion wieder spezialisieren, nicht mehr so auf den Export. Und Import vor allem. Und da denke ich mal, dass dann wieder mehr Beachtung auf unsere Bauern auch gelegt wird. Weil die sind in den letzten Jahren ziemlich in Dreck gezogen worden von vielen Politikern, sage ich jetzt mal, die überhaupt nicht wissen, was die da alles machen. Aber nun gut, genug von diesem Thema. Wieder zurück bei wunderschöner Musik. Zum Angelspaß. Wir können auch mal den Spot wechseln nach dem Fisch hier. Können wir das einmal tun? Vielleicht fange ich woanders einen besseren Fisch. Dabei natürlich immer springen, weil wir essen müssen. Das ist ganz wichtig. Können wir in der Bucht. So. Werfen wir mal hier die Angel aus. Genau. Hintergrund der Unterwassertempel. Die Sonne neigt sich wieder dem Horizont entgegen. Kurz gucken hier. Oh, guck mal, wir laufen der Zeit bevor. Na gut, dann müssen wir jetzt das so weitermachen. Stimmt, ja, Minecraft beginnt ja mit Tag 0, wa? Da mache ich jetzt ja übelst Schmu. Ne, habt ihr jetzt nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen?
Aber sobald wir im Nether sind, da geht es dann schneller mit dem Leben. Also im Nether ist natürlich auch ziemlich gefährlich. Kommt noch ein Fisch, lass mal anbeißen. Oder auch nicht. Komm, ah, da kommt einer. Es ist ein Lachs geworden. Was machen die Typen denn hier? Wollte mich verarschen. Natürlich habe ich auch mein Bett auf der Seite. Ist das dein Ernst? Jetzt sterbe ich wegen dem Typen? Der hat auch einen Verzauber. Guck mal, der hat was Verzaubertes. Mein Bett steht da. Lass mich in meinem Bett. Ach du Scheiße. Ey, der hat mich getroffen. Ich sterbe durch den Typen. Nein! Ich hasse es, man. Ich hasse es so sehr. Oh, du Kacke, Menschenskinder. Hängen wir da noch eine zweite Staffel ran? Komm, das war jetzt viel zu blöd. Punktestand 265, das schreibe ich mir auf jeden Fall auf. 265. Wer den überbietet, den Punktestand, der hat mich auf jeden Fall, boah, das ist ein Blinder. Ah, der hat einen verzauberten Bogen mit Mehrfachschuss. Wahrscheinlich. Da sind ja mehr, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, meine lieben Freunde. Die Typen sind jetzt weg. Ja, soweit bin ich gekommen. Ist ja nicht gerade sehr vielversprechend. Speichern und sub zum Hauptmenü, meine lieben Freunde. Huiuiuiui. Da wünsche ich euch noch viel Spaß. Lasst mal Feedback auf jeden Fall unten da. In den Kommentaren. Ob es eine zweite Staffel geben soll von Insel 5, sonst widme ich mich anderen Projekten erstmal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Cedric. Bye bye.